Was geht ab, Leute? Wir sind wieder hier im Woodland Park Lese, der mittlerweile etwas umgebaut wurde seit unserem letzten Feldbegehungsvideo. Und wir nehmen euch jetzt noch einmal mit und gucken uns das Resultat dieses noch im Umbau befindlichen Teilumbaus an. Ja, wir können ja aber hier schon trotzdem spielen, oder? Ja, haben wir doch schon gemacht. Das ist ja ein anderes Mal. Lass uns mal hier schon mal von Optik gucken. Wir sind hier am Berg jetzt. Der Platz hat sich ja eigentlich schon relativ stark verändert. Wir haben ein paar mehr Ecken und mehr Hindernisse, wo man sich hinter verstecken kann. Leroy, der läuft ja schon Richtung Spawn. Spawn A. Spawn hat sich mittlerweile auch verlegt. Da hinten sieht man helles Holz, eine Wand. Das ist der neue Alpha-Spawn. Der befindet sich jetzt ein Stück weiter rechts vom Original-Spawn, von dem alten Spawn, sagen wir mal. Ja. Der befindet sich jetzt da vorne hinter der Wand, dass alle quasi hinter der Wand starten und gleichzeitig loslaufen und sich nicht über die komplette Breite verteilen können. Vor allen Dingen kann man jetzt auch hier, es war so ein bisschen vor den Spawn-Schüssen geschützt. Ja. Die Uhr ist da meistens im Häuschen drin. Und ja, hier geht es auch schon weiter. Hier vorne sieht man schon die nächsten größeren Deckungselemente, die dazugestellt wurden. Ja. Zudem sind hier noch ein paar IBC-Container dazugekommen. Hier noch ein paar Werbebanner, die als Deckung dienen. Das eine oder andere, da hinten sehe ich schon wieder das nächste. Da genauso. Die Reifenstapel wurden ein bisschen umgeschichtet. Und jetzt gehen wir mal in Richtung des neuen Bravo-Spawns. Hier seht ihr auch schon wieder eine haufenweise neue Deckungsmöglichkeiten. Auch viele neue Autos, ne? Ja, neu sind sie ja anscheinend nicht mehr. Ja, das sind die Autos, die von hinten, von dem Platz... Genau, die sind von dem alten Autofeld. Genau. Hier rüber, das haben die ja, glaube ich, abgebaut. Genau, das wurde abgebaut. Hier seht ihr auch schon, das war früher ziemlich viel freie Fläche. Richtig. Wo man durchlaufen musste. Da sich jetzt der Bravo-Spawn weiter nach hinten verlagert hat, ist hier vorne natürlich jetzt doch schön, ich nenne es mal Gefechtsfeld oder Spielfeld. Spielfeld klingt besser. Ja. Nicht schon wieder Futter für unsere Hate-Kommentare. Du weißt ja, wir aktivieren den Algorithmus. Naja, weil wir alle Krieg spielen und so. Naja. Nee, aber ich finde persönlich, wir haben jetzt auf diesem Spielfeld gespielt. Ja. Und ich finde, man hat viel mehr Umschwungmöglichkeiten. Also, ja, also das Spielgeschehen hat sich auf jeden Fall viel verlagert und sogar aufgeteilt. Also die alten Spots, wo sich dann gekabbelt wurde, wie zum Beispiel hinten in der Ecke am Pumpenhaus oder oben auf dem Hügel, die sind jetzt ein bisschen entschärft worden, weil die Spawns auch wieder verlagert wurden. Der Bravo-Spawn ist jetzt viel weiter hinten. Das entschärft natürlich jetzt auch das Spielgeschehen vorne in der Ecke beim Pumpenhaus, weil die vom Bravo-Spawn da eigentlich gar nicht mehr so viel hinlaufen. Das verlagert sich alles hier vorne her. Richtig. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Mal hier ein bisschen durch den Wald. Pass auf, wir sind hier im Hinfeld. Hier muss man natürlich noch ein bisschen aufpassen auf den neuen Spielfeldbereichen. Hier liegen überall noch ein paar Baumstämme und ein paar Stolperfallen. Muss man auf jeden Fall gucken, wo man hinläuft. Ja, aber es wird ja noch alles hier noch zusätzlich gemacht. Ja, sicher. Nicht stolpern. Ja, da hinten ist der neue Bravo-Spawn. Vom Bravo-Spawn ist es jetzt natürlich übel weit bis hinten zum Pumpenhaus. Deswegen laufen die jetzt viel den Bogen hier rüber, über den neuen Autofriedhof. Den ich immer persönlich ziemlich cool finde. Ja, also es ist auf jeden Fall, hat so ein bisschen CQB-Feeling, wenn man da drin ist. Richtig, auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat man ja auch noch zusätzlich, das haben wir heute gesehen, den Berg noch zusätzlich mit drin. Das heißt also, die Bäume bieten genug Schutz, dass man vom Berg aus nicht unbedingt den starken Vorteil hat. Das ist aber halt, finde ich, so ein ausgeglichenes. Die haben den Vorteil, von oben runter zu schießen, aber man hat hier die vielen Deckungsmöglichkeiten. Ja, vor allem kann man hier schön durch die Vegetation hier durch. Vor allem jetzt zur Jahreszeit kannst du dich hier durchschleichen, da sieht dich eigentlich niemand. Komplett. Turbo und ich sind ja vorhin gut durchgeschlichen. Genau, siehst du. So, hier kommen wir schon auf unseren Autofriedhof. Hier war bei dem weißen Fahrzeug, die Pfosten, die markieren die neue Spielfeldgrenze. Ja. Die sich bis nach hinten noch durchzieht. Dieser Teil ist allerdings noch nicht fertig. Ich nehme mal ganz stark an, dass hier vorne noch viele neue Deckungsmöglichkeiten entstehen werden. Er hat ja noch ein paar Sachen auf Halde liegen, die er hier noch herverlagern kann.
So, hier haben wir unseren neuen Autofriedhof. Das eine oder andere Fahrzeug wird den Leuten, die hier schon öfter gespielt haben, bekannt vorkommen. Richtig. Wir haben einfach nur einen neuen Platz gefunden. Ja. Vor allem finde ich alles, es ist sehr, sehr abgerundet. Das heißt also, man hat eine schön riesengroße Runde, die man machen kann. Ja, man kann auf jeden Fall jetzt schön weit verlagern. Früher hieß es nur Pumpenhaus oder Berg. Diesmal kann man den Berg jetzt mal schön außer Acht lassen und auch mal hier schön weit außen rumziehen. Richtig. Hier zwischen den Autos sich ein bisschen verstecken oder hier vorne zwischen die Reifen dann durchlaufen. Richtig. Also Deckungsmöglichkeiten gibt es auf jeden Fall viel, viel mehr als vorher. Die haben nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Und Vielfalt. Man hat auch echt viele strategische Vielfalt, die man jetzt hier ausspielen kann. Ne? Also ich würde mal sagen, also die Deckungsmöglichkeiten sind locker um 30% hochgegangen. 30, ja, ich denke, das ist schon ein bisschen 40. Mehr. Ja, 40%. Ja. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Man hat jetzt nicht mehr so viele so lange Wege, die man laufen muss bis zur nächsten Deckung, wo man eventuell noch beschossen werden kann. Die Wege sind auf jeden Fall kürzer. Safe. Macht es den Snipern jetzt natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil so viele Freiflächen sind nicht da, wo man durchsnipen könnte. Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon gelungen. Also hat 100%. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Und vor allen Dingen bis jetzt ist es ja noch nicht mal ansatzweise fertig. Es ist ja nur jetzt übergangsweise fertig. Ich bin gespannt, was noch auf uns zukommt. Es soll ja noch weiter nach hinten gehen. Ja, hier vorne ist der Ausbau ja noch nicht abgeschlossen, wie wir gerade gesehen haben. Wenn man vom Bravo-Spawn kommt, ist noch viel Freifläche, da ist noch Luft. Das wird noch zugestellt. Da hinten sieht man ja noch ein paar Reifen, die noch übrig sind. Und das eine oder ganz hinten sind noch Paletten übrig. Ich denke mal, da wird der gute Andi hier noch das ein oder andere Hindernis hinzaubern. Ja. Und für diejenigen, die hier auf dem alten Spielfeld viel gespielt haben, für die wird das jetzt, wenn sie vielleicht gedacht haben, das würde mir jetzt langsam zu langweilig, wird das jetzt wieder komplett was Neues. 100%. Ja. Also wenn ich jetzt das erste Spielfeld, ich fand das erste Spielfeld gut. Also es war sehr einstiegsfreundlich. Es war überschaubar. Jetzt, meistens hat man ja das Problem, wenn Felder sich vergrößern, dass man so ein bisschen unübersichtlich wird. Oder dass das Feld zumindest unübersichtlich wird. Das habe ich hier komplett gar nicht. Es ist trotzdem eine riesige Runde. Du findest dich richtig gut zurecht. Und es bleibt trotz all dessen ein guter Überblick. Ja, das stimmt. Früher konnte man halt vom Berg bis rüber gucken, bis zum Pumpenhaus. Genau. Und am Berg war ja dann schon fast Schluss. Richtig. Jetzt hast du natürlich hier noch schöne Ausläufer neben dem Berg. Vor allen Dingen nimmt man so einen strategischen Vorteil raus, weil wenn das erste Team einfach schneller war und den Berg gesichert hat, hatte man als Gegenpart nicht mehr so gute Chancen. Ja, der Berg ist halt jetzt auch nicht mehr die Mitte, ne? Richtig, ist nicht mehr die Mitte und auch nicht mehr der strategischste krasse Vorteil für einen, weil wenn du auch hier unten die Kontrolle hast, kannst du so ebenso gut performen, wie als ob du oben am Berg bist. Das ist gut, gutes Schlusswort, würde ich sagen. Korrekt. Also, wenn ihr das neue Spielfeld erleben wollt, was noch nicht ganz fertig ist, weil da noch erweitert wird, aber es wird auf jeden Fall schon bespielt, dann kommt einfach her in den Woodland-Park Lese und spielt mit. Safe. So, Schlusswort? Schlusswort. Nein, Mann. Abonnieren, kommentieren, liken. Teilen. Und nicht haten. Ach, wenn sie haten wollen, lass sie haten. Haters gonna hate. Mann, jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Ja. Na, und nochmal und noch was hinten dran, das ist kein Kriegsspielen. Wir wollen kein Kriegsspielen. Wir finden Krieg scheiße, so wie die meisten Menschen. Und die es nicht scheiße finden, die sollten es scheiße finden. Also, das ist kein Kriegsspiel. Airsoft ist Sport. Korrekt. Ja. Das hat auch der Betreiber dieses Feldes vor. Er will es offiziell in Deutschland zum Sport machen. Ja, das wäre natürlich schön, wenn das mal passieren würde. Ja, aber ist ein großer Weg. So, ansonsten, wir sind raus. Wir danken nochmal offiziell dem Woodland Park Lese, einem unserer größten Supporter. Wir danken Sanji Performance und Cygnus Armory für die Unterstützung und ja, Sponsoring unseres Kanals. Ansonsten, wir sind raus. Bis dann. Und wir danken Spider. Oh, wir danken Spider für die Videos, die er schneidet.